Im Kampf gegen Bandengewalt in Schweden hat die Regierung eine neue nationale Strategie zur Prävention der organisierten Kriminalität vorgestellt. Einer der wichtigsten Schwerpunkte ist es zu verhindern, dass junge Menschen überhaupt von kriminellen Banden rekrutiert werden. Dagegen sollen verstärkt Schulen und Sozialämter vorgehen. Denn sowohl Täter als auch Opfer werden immer jünger. Bereits 14-Jährige werden für Mordaufträge gewonnen. In Schweden gerät der Krieg zwischen rivalisierenden Banden immer mehr außer Kontrolle. 2023 sind insgesamt 53 Menschen ermordet worden.